Moin Leute, das erste Mal seht ihr mich live. Ich bin der Forzon Andi. Möchte ich einfach mal ganz kurz mitnehmen auf eine Reise hier im schönen Mecklenburg. Was gibt es hier groß zu sagen? Ein fantastisch Hammer Mischwald, in dem ich seit Jahren auch mein Brennholz mache. Und da ich natürlich genauso ein Bekloppter bin wie ihr, der wahrscheinlich auch total Forzon verseucht ist, hier ist eins von meinen Schätzchen. Das ist mein Supermajor. Den habe ich jetzt ungefähr 3 Jahre und er arbeitet und er arbeitet und er arbeitet und er arbeitet. Ist einfach ein ganz, ganz toller Traktor. Ab und zu wird mal ein bisschen gemacht, das kennt ihr genauso. Er kriegt seinen Ölwechsel, kriegt seine Filter. Ja, und manchmal kriegt er auch andere Teile. Er hat gerade gestern ein Problem gehabt, da war an der Elektrik ein bisschen was. Wird dann gemacht. Wir sind ein kleiner Freundeskreis, die alle mit Oldtimer-Traktoren gut versorgt sind. Und mit dem Gespann, so wie ihr es gerade hier seht, werden heute ein paar Langholzstämme auch gefahren, die dann einfach eventuell gegattert werden. Ich muss mal gucken. Es ist eine schöne Esche, das ist wunderbar. Aber ich würde euch vielleicht ganz gern mal ein bisschen was zeigen zum Supermajor. Da ist er ja, der Kleine. Wie ihr seht, ist er ausgestattet mit einem Frontrader. Hat eine total geil funktionierende Heckhydraulik. Entsprechend klar mit der Zapfwelle. Also das läuft alles Bombe. Ihr seht auch, da hängt meine Forststange, das montiere ich nachher mal an. Er ist soweit quasi im Originalzustand, würde ich fast behaupten, wie er mal irgendwann in Deutschland ausgeliefert wurde. Der Sitz ist nicht mehr original, die Sitzschale habe ich noch, aber die ist wirklich hinüber. Da muss ich mal gucken, was man vielleicht da in England noch mal irgendwo findet. Ihr seht, es ist auch aufgeflackt, na klar, kommt der Kleine aus England. Und da seht ihr die Stilfahne, weil als nächstes ist man ja auch noch verseucht ein bisschen von der Marke Stil. Und was man aber auch gut bei ihm sieht, im Moment ist die artgerechte Haltung. Schaut euch mal die Reifen an oder die Motter, die da fliegt. Er war auch, als ich ihn gekauft hatte, ausgestattet mit einem Fritzmeier-Verdeck. Das habe ich runtergenommen, weil ich für mich so empfinde, im Wald ist es einfach ein besseres Gucken. Und wenn es wirklich mal doll regnet, muss ich mit ihm einfach auch gar nicht fahren. Ansonsten, wie ihr seht, er steht noch relativ gut da, hat mal hier und da eine kleine Beule, was aber gar nicht schlimm ist. Schippe heute am Frontlader ist nicht montiert, was aber auch gar nicht notwendig ist, da ich da nachher mit dem Schlupf entsprechend den, die Forststange anhänge, um die Stämme zu verladen. Aber das sehen wir uns näher später an. Ich würde euch gleich dann einmal mitnehmen zu einer kleinen Fahrt hier in den Wald rein, da wo halt der Holzlagerplatz ist. Hier ist auch noch ein schöner, toller alter Anhänger. Das passt eigentlich gut zusammen vom Gespann und von der Größe. Man muss die Schätzchen ja auch nicht fehlen. Dann sage ich mal bis gleich. Ich rüste mal ein bisschen um und würde dann einfach euch mal mitnehmen auf die kleine Fahrt halt hin zum Holz.